Also ich war 25 Jahre alt damals, war ein Jahr nach dem Hochschulabschluss und hatte eigentlich schon meine erste Stelle in der Prager Kammerphilharmonie. Ich war frisch nach dem Abschluss, also voller Elan. Für mich war das eine Selbstverständlichkeit, an dem Wettbewerb teilzunehmen, weil also das ist eine von den eigentlich von den drei größten Wettbewerben in Europa. Das sind Mitglieder dieser Genfer Wettbewerbsassoziation, also, und es ist auch nicht weit von Prag, nicht weit von Tschechien. Tja, also das war wirklich ein Muss für mich. Also es ist immer gefährlich, daran zu denken. Also besonders gerade wenn man spielt, ja, vielleicht nach der Bekanntgabe der Ergebnisse der zweiten Runde. Da denkt man schon ernsthaft dran. Also ja, also jetzt sind wir nur drei da und es gibt drei Preise. Es gab mehrere Momente, das war vielleicht erste Hälfte Mai, ich weiß nicht genau, aber ja, sicherlich Frühlingszeit. Das Wetter war sehr schön und ich habe in diesem Waldhotel gewohnt, so wirklich tief in den Wäldern, in den vogtländischen Wäldern. Und ich bin jedes Mal zum Wettbewerb zu Fuß gelaufen. Jede Konzertgelegenheit, jedes Konzert, jede Aufführung, jede Stunde üben. Hat Einfluss auf die Entwicklung. Und ich sage immer gerne, dass es sind natürlich die Preisträger, die kriegen Bonus. Ja, die kriegen Preisgeld und dann Konzerteinladungen. Aber auch die quasi nur zweite Runde spielen, die üben doch auch für den Wettbewerb. Und ja, man muss das einstudieren, das Repertoire, man muss das auch irgendwo durchspielen, idealerweise, und mit anderen diskutieren. Und das ist eigentlich der Sinn der Wettbewerbe. Also noch in dem Jahr 2006 habe ich die Stelle in der Tschechischen Philharmonie bekommen. Es war eben dann im Herbst und da war ich bis 2015 geblieben. Dann mittlerweile habe ich zweimal für die Berliner Philharmoniker vorgespielt und dann zweites Mal hat es geklappt in 2015. Also seitdem, ja, bin ich hier in Berlin. Dann 2 Jahre später habe ich die Probezeit bestanden. Vielleicht die omnipräsente Instrumentenbauer-Tradition und ja, der entsprechende Stolz und Bewusstsein davon, dass man konnte das überall spüren, auch sehen.
ja, dass hier die Instrumentenbauer wirklich ja, seit Jahrhunderten Tradition haben und ja, also auch trotz der DDR-Geschichte, ich fand die Gegend und die Stadt sehr, sehr schön, sehr, also fast malerisch, würde man sagen. Also man fühlt sich da wirklich wohl in, ja, also im Vogtland. Ausreichend bewegen. Also bewegen, das finde ich mehr und mehr wichtig. Ja, und das sollte man auch während eines Wettbewerbs, also man sollte dran denken. Also nicht nur Nagel beißen und Ergebnisse abwarten, und, sondern wirklich also die Chance nehmen, sich zu entspannen. Ich denke, Wanderschuhe. Da in den Wäldern kann man auch schön wandern. Das würde ich eigentlich empfehlen. Vielleicht sage ich nichts Neues, wenn ich den Kandidaten empfehle, einfach so viel Austausch wie möglich unter sich zu haben, Freunde bleiben. Ja, ich denke, es hat immer, also bei mir und unter den Fagottisten, das zum größeren Teil immer wunderbar funktioniert. Und dass wir auch, als wir da angekommen waren zum Wettbewerb und die Liste gesehen haben, haben wir uns gefreut. Es macht natürlich super Spaß, Wettbewerbe zu machen und Solostücke zu spielen.